Liebe Leute, da bin ich auch wieder in YouTubers Live. Wir machen Fortsetzen und zwar muss ich halt hier direkt im Arschloch aufnehmen, weil sonst vergesse ich das ja. So, wir haben nochmal die richtige Konsole, das ist eigentlich ganz gut, weil dann können wir schon mal sagen, ein neues Video aufnehmen, wobei wir wollten erst was essen, aber das werden wir gleich auch wahrscheinlich machen. Von dem Spiel sollten wir, warte, was sollten wir davon aufnehmen? Machen ein Gameplay bis zu dem Oktober, Spiel wählen. Das hier, ne? Ja, Gameplay, go. So, dann öffnen wir mal die ganzen Dinger. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch 4 Tage. Und wir haben uns ja in der letzten Part, haben wir geheiratet, haben uns den PC gegönnt für die Dame oben, haben unseren PC abgegradet und wir haben uns alle Konsolen gegönnt. Weil man gönnt sich ja sonst nichts. Und jetzt haben wir uns noch eine Limo rein, weil so viel Geld haben wir nicht. Ja. Ab geht's, auf geht's. Wir müssen aufnehmen, weil wir brauchen das Money. Okay, jetzt nicht unbedingt, weil wir haben gut Money momentan. Aber es kann sich ja mal schnell ändern, ne? Deswegen müssen wir ein bisschen reinhauen und reinballern auf jeden Fall. Wir zocken jetzt eine Runde, machen hier erstmal ein Musikintro. So, dann haben wir hier nochmal das hier rein. Wir müssen eigentlich auch gar nicht so ein gutes Video haben. Das ist ja im Endeffekt nicht so schlimm, weil wir kriegen eh Money dafür, ne? Ja, komm, das hauen wir nochmal rein, hauen wir nochmal raus. Jetzt hauen wir mal Zahnräder. Haben wir Zahnräder? Nee, da hauen wir den einfach rein. Sehr schön. Wir brauchen Interaktion noch ein bisschen. Wir haben mal ein bisschen sehr viel Interaktion. Das ist schon mal gut. Wird auch alles benommen. Das ist sehr, sehr geil. Dann brauchen wir noch ein bisschen das hier. Nein, ich habe das nicht gesehen. Aber gut, hat doch noch gezählt. Interaktion noch ein bisschen wäre nice. Wir haben aber nichts mehr. Ist in Ordnung. Können wir gleich mit den Rändern natürlich ein bisschen ausgleichen. Das ist ja ganz klar. Und dann haben wir richtig Party. Wir können gerne gleich ins Kino gehen, aber ich muss noch gerade schnell das Video fertig machen. Meine herzallerliebste Frau. Ist ja jetzt meine Frau, ne? Wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt. Ich habe im letzten Part geheiratet, liebe Leute. Es ist unglaublich, aber wahr, ich habe geheiratet. So, alles zusammen frickeln irgendwie. Da haben wir nochmal schauspielerische Fähigkeiten hoch, weil sonst meckern die hier. Das natürlich. Ja, laber mal, Mann. Ich habe meiner Braut ein Video aufgenommen, da werde ich keine Abonnenten verlieren, Mann. Hochladen. Und stimmt, vielleicht schaffen wir es in dieser Folge, die 1 Million Abonnenten zu knacken. Das wäre schon geil. So, wir gehen ins Kino, wir können uns mal wieder ganz gechillt hier anziehen, ne? Weil ich meine, wir brauchen ja nicht immer hier so. Zack. Nee. Wir chillen und ganz gechillt hier an. Zack. Hier nochmal die grünen Sneakers. Ohne Brille gehen wir heute. Ohne Krawatte. Und ab geht's. Wir gehen ja eh nur ins Kino. Und Kino wollten wir eh, um da das hochzupushen, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir sind ja schon voll. Gut gemacht, hey, ich wollte da draufklicken. Ja, Money bekommen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Immer ein gutes Geräusch. So, wir machen mal einen Vlog hier aufnehmen. Hey, liebe Leute, ich bin hier und ihr seid auch hier, weil wir sind im Kino. Das ist mega nice und ich habe nur eine Auswahl gehabt und dann war das auch noch scheiße. Da haben wir den lieben alten bärtigen Mann, der ziemlich bärtig ist, der. Naja, aber halt ich und ich habe nur so ein bisschen Usel da unten. So, da haben wir den rein. Es gibt ordentlich schauspielerische Punkte. 16 Stück an der Zahl. Wir brauchen ein bisschen Sound hier. Test, 1, 2, 3. Soundtest, test. Soundcheck. 1, 2. Sound. Machen wir den hier rein. Da haben wir ein bisschen Sound. Okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen Sound und sowas. Oder Nachbar wieder. Wir gehen hier auf Sound. Jo, ist in Ordnung. Zack, weiter. Okay, das können wir machen, wenn wir zu Hause sind. Letzter liebste Dame, gib mir einen Kuss. Das funktioniert so wann, das ist voll geil, Mann. Meine Schulter ist immer noch ein bisschen durchsichtig, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Ist ja nicht so schlimm. So, ich würde gerne posen, aber mit meiner Freundin zusammen, das wäre mega cool. Aber ich glaube, dass ich sage, ey, verpiss dich, Alter. Ich will jetzt ran, Mann. Ein Kuss. Oh, wisst ihr was, Mann? Wir machen jetzt Hardcore-Posening des Todes. Passt auf. Ne, wir machen jetzt erst Posen. Und danach machen wir einen leidenschaftlichen Kuss. Weil dann blitzt das ja immer noch ein bisschen nach, oder? Wenn ich mich dir erinnere. Und dann machen wir. Bam! Oh, mach davon ein Foto! Yeah! Oh, yeah! Gib's mir! Nice! Geil, Mann! Geil! Richtig, richtig geil! So, dann machen wir einfach. Wir gehen in den Saal und gucken jetzt einen Film. Tschüss. Tschüss, Leute. Wir gehen ins Kino gucken, Film. Warum ist eigentlich jedes Mal vom Kino so eine fette Leinwand?
Ja, ich weiß, das ist voll voll. Das ist ja nur mehr als der erste Platz, ne? Aber es ist ziemlich voll, ne? Würde ich genauso sehen. Reden. Wir können mal das Profil angucken von der Dame. Aha, Beziehung. Wann kriegen wir Kinder? Geht das überhaupt im Spiel? Ohne Spaß. Oh, ich kann sogar meine Cappy durchsichtig machen. Ich bin der Held, Alter. Ihr hört mich ja gar nicht, wenn ich so weit weg bin. Aber ich kann. Guck mal. Wupp. Ich kann sogar meine Cappy durchsichtig machen. Voll geil, ne? Da muss ich nur ein Stück weiter zurück, damit das mehr im Sonnenlicht und sowas ist. Eigentlich voll geil, so. Alter, so gewöhne ich mir das an zu Let's Playen. Ist ja nice, ne? Das ist so geil zum Zugucken, oder? Meine Hände sind sogar, meine Arme sind komplett durchsichtig, aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Kann man ja mal machen. Ja, wir haben noch 25 Sekunden Zeit und deshalb kann ich euch ja nochmal eine Geschichte oder so erzählen. Guck mal hier, ich habe einen Armband, das habe ich vom Spektakulum. Übrigens habe ich auch, mega geil, mal ein bisschen vor dafür, hier beim Spektakulum, mir ein Karambit gekauft. Voll geil, passt auf. Mega geil. Ist auf jeden Fall nicht so Spaß. Warum? War ich jetzt zu lange inaktiv oder was für das Spiel? Auf jeden Fall nicht zu Spaß mit dem Ding, das ist sehr, sehr scharf. Und ja, das hat auch hier so eine Klinge, die ist festgestellt. Die muss man erst lösen. Auf jeden Fall hauptsächlich Deko, muss ich sagen. Ich benutze das nur zum Pakete oder Briefe öffnen. Ansonsten ist es reine Deko. Ich finde die Dinge einfach mega geil und hübsch. Deswegen habe ich mir so eins gegönnt. War auch recht günstig, 15 Euro auf dem Spektakulum. Und normalerweise kosten die alleine bei Amazon und sowas mindestens um die 20 Euro. Und deswegen war ich schon ein bisschen gehypt. Yo, hi, bist gar nicht da. Wo haben wir hier denn? Zu deinem Haus. Wir können upgraden zu einem Luxus-Apartment. Kostet 59 im Monat. Wir haben einen höheren Upload. Wir haben mehr Arbeitsplätze. Wir müssen auf jeden Fall nicht lernen. Von dir bezahlt der Koch. Ja. Kurse können wir machen. Mitbewohner, okay. Können wir auf jeden Fall anstreben, aber ich würde gerne noch einen größeren Geldpuffer haben, so, ne? Wisst ihr Bescheid? So wie beim ersten Mal, wo wir ausgezogen sind, ich will auf jeden Fall immer auf Nummer sicher gehen, dass wir mehr als genug haben. Ja, sie ist ja noch am Lernen, ne? Sie ist ja noch am Lernen. Hallo da! Nee, hi Schatz! Hi Schatz! Küsschen! Ah, wir müssen danach das Video erstmal machen. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich denn kein Video machen? Was? Du wolltest mir keinen Kuss geben, was? Das ist ein Sasser, dein Partner hat kalte Füße bekommen. Die Hochzeit ist abgeblasen? Hä? Er hat doch schon geheiratet, oder nicht? Bitte, bitte, was? Aqua verwirrt. Aber okay, was? Hä, ich dachte, wir hätten schon geheiratet, ohne Spaß. Anfang ist kacke, aber nehmen wir einfach mal rein, weil wir haben wahrscheinlich eh nicht genug, um alles zu füllen. Oh, passt sogar ganz geil. Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Also ich dachte, die Hochzeit wäre schon gewesen. Wir haben uns so extra gut angezogen und so. Hä? Ich bin verwirrt. Ja, ist gut angekommen, laden wir hoch. Frau meiner Liebe. Dame meines Herzens, meine ich. Komm mal ran hier auf den Meter. Was hast du gesagt? Hä? Hey, wir haben doch geheiratet letztens. What the fuck? Oder hatte ich da Alus? Das ist ein Geschenk. Wir reden dann nochmal. Oh, der Vlog ist echt gut angekommen, Mann. Nice. Da wird erstmal reingebuttert. Tada! Gucken, ob ich ihr danach noch einen Kuss geben kann. Flirten kann ich jetzt gar nicht mehr mit ihr, Alter. Danach machen wir um. Und dann das Projekt fertig. Mir ist egal, Mann. Oh, unsere Spieler gehen langsam in den Bach und wir brauchen neue Games. Das ist ganz wichtig. Danach gehen wir auf jeden Fall einkaufen. Brauchen neue Games, damit das nicht mehr so langweilig ist, weil die Leute wollen das ja nicht. Oh, jetzt können wir schon unsere Küssen. Ist klar. Ist klar, Leute, ihr müsst das, ne? Ist klar. So, auf geht's, ab geht's. War der gerade sogar mit Kailin? Das war cool. Dann bestimmt vorher auch, aber ich hab's nie gelesen. Aber ist ja egal, ne? Oh, nice.
Der Vlog kam gar nicht so krass gut an. Hallo? Spiel? Achso. Hey, ich muss auf meine Dame warten. Ist natürlich verständlich. Das ist natürlich sehr, sehr verständlich, ne? Starten die Aufnahme mit einer winkenden Begrüßung. Hallöchen. Wer sind dann die verheirateten Frauen-Mann-Typ-Dingsies? Und ja, wir nehmen das zusammen ein Video auf, weil ich das will. Und sie wird gezwungen. Aber pssst, rat keinem. Ist nun mal so, ne? Ich hab die Hosen an in der Beziehung, auch wenn ich gerade keine Hosen an hab, aber. Ne? Hast du keine Hosen an? Nein, ich hab hier Boxershorts, liebe Leute. Oh, das seht ihr ja nicht. Ich habe eh ein T-Shirt an. Es ist scheißegal, was ich anhab. Guck mal, ihr seht eh nichts. Das ist durchsichtig. Ja, komm, machen wir Copyright rein. Können wir im Endeffekt ja eh entscheiden, ob wir es nehmen oder nicht. Tony. Interaktion bei noch ein bisschen. Machen den. Nehmen wir die Nachbearbeitung ein bisschen hoch. Das ist ja vollkommen in Ordnung und legitim und in Ordnung. Und deswegen nehmen wir rein und den auch noch. Nice. Mal runtergebauert. Konnten ja nichts anderes nehmen. Ja, vielen Dank. Kannst weggehen. Ciao. So, die Dame ist auch bald fertig. Das heißt, wir können wieder bald richtig Money machen. Wobei, ich möchte den da. Den. Dann, wobei, ich mach das so. 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 Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache, Mann. So. So. Ne, so. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Zack, zack, zack. Und das war's. Fertig. Sollte reichen. Bin zurück, was machst du so? Videos aufnehmen. Gerade mit dir vor allen Dingen eben. Aber gut, dass du dich so gut erinnern kannst, ne? Warum wolltest du das Video? Was ist das Video hochgeladen? Ich sollte warten, bis das Video. Ach so. Ich bin so behindert, ne? Aber ich habe eine Entschuldigung, es ist 1 Uhr nachts. So, Madame, du bist fertig, ne? Dann zeig mal den Kurs hier. Nachbearbeitung. Okay, da haben sich die Tage echt gelohnt. Wie krass hoch die geht. Die könnte bald besser sein als ich, Mann. What the fuck, der hat gerade 10 Punkte dazu bekommen. Das ist krass. Dann kannst du gleich mal ein Video aufnehmen, Madame, ne? Dann kannst du gleich mal ein Video aufnehmen, Mann. Dann kannst du gleich mal ein geiles Video aufnehmen. Hier, mach davon mal ein Walkthrough. Du kannst gut nachbearbeiten, mach das mal. Mach das aber bitte an deinem PC, weil mein das noch am Abend. Wobei kannst du eigentlich auch meinen Mann sehen, ich scheißegal. Zack, mach das mal, yo. Dann gehen wir einmal nach oben, machen einkaufen. Klar, sie muss jetzt natürlich ein bisschen warten, ist ja nicht so schlimm. Hoffe ich. Ja, ja, müssen wir zahlen. 300 ist in Ordnung. Ja, weg. Dankeschön. Ich brauche neue Games, das ist ganz wichtig, weil sonst meckern wieder alle. 24. Oktober. Das ist gerade rausgekommen, das auch. Wobei, ich schaff's eigentlich meistens nur ein Game zu Let's Playen, aber egal. Wir machen, kaufen, zack. Yeah! Auf 3 abgeschossen, yay! Das lohnt halt einfach nicht, die anzunehmen, weil wir erstmal umziehen müssen. Ich möchte eigentlich schon gerne bis 5000 eigentlich sparen. Aber guck, was habe ich denn hier? Ja, meine Spiele, die ich gerade bestellt habe. Was haben wir denn da? Ich weiß es nicht. Habe ich eigentlich nochmal für einen Kurs angefangen, Mann? Videoaufzeichnung für. Für was? Aber wir können Videos aufzeichnen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, aber das mit dem Kurs ist echt ein bisschen blöd. Das hätten sie echt regeln müssen, dass es einfach in Schnellformat geht. Weil es ja schon nervig ist. Nee. Liebe Entwickler, könnt ihr bitte ändern. So, danach gehen wir schlafen und dann noch was essen und dann können wir wieder was aufnehmen, ne? Ist ja ganz klar. Weil wir müssen ja irgendwie an das Money reinkommen. Zeig mir mal dein Videoergebnis. Ja, ist nicht schlecht. Ist in Ordnung. Dann hochladen. Was hast du denn? Im Endeffekt Konsole ist ja scheißegal. Speedrun, können wir machen. Mach doch mal noch ein Video von unseren neuen Spielen, die wir haben.
Davon machen wir mal hier ein Gameplay. Zack. Jo, kannst du von mir auch auf meinem PC machen. Das schafft er eh recht schnell. Wobei es jetzt eigentlich gerade kacke ist, weil der noch am Rendern ist und ich muss bis zum 10. November einen Speedrun machen. Von diesem einem Spiel, was wir gerade bekommen haben, müsste jetzt das hier sein, ne? Genau. Speedrun. Kein Problem, haben wir noch nie gespielt, machen wir einen Speedrun von. Das sollte nicht das Problem sein. So, wir werden noch ein bisschen warten mit dem Dingsy, weil die muss ja auch daran arbeiten, noch an dem PC. Glückwunsch, du hast 1 Million Menschen. Du bist zu einem Event eingeladen. Okay. Das ist ja sehr geil. Wir werden zum Event eingeladen, aber wir müssen auch das Video noch fertig machen, Mann. Müssen noch das Video fertig machen. Aber wir haben die 1 Million geknackt, was ich an diesem Part eigentlich erreichen wollte, was schon mal nice ist, Mann. 1 Million Abonnenten. Ja, das sind wirklich viel. 1 Million Abonnenten. Das ist nun mal mein Stil. Warum kann die denn nicht? Ja, an ihrem PC, ja, mach das mal. Aber warte jetzt, so. Mama. Okay, wir haben uns zwar jetzt nicht viele Punkte aus, ist mir egal. Aber wir müssen den Speedrun fertig machen, sonst vergesse ich den auf jeden Fall wieder. Zack. Zack, 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 zack. Doppelte Musik haben wir leider nichts für. Dann ballen wir einfach den Rest. Ist ja egal. Wir brauchen einfach nur viele Punkte durch. Damit das Speedrun fertig ist und hochgeladen wird. Das ist mir eigentlich relativ egal bei diesen Dingern. Weil das Spiel eh nicht so gut ist und ja. Auf jeden Fall will ich dafür keinen Copyright benutzen, weil Copyright blöd ist für diese Spiele. Weil dadurch würden wir dann eigentlich null Geld machen. Nur durch das, was wir hier durch einnehmen. Das wäre blöd. Gehen wir jetzt ernsthaft hoch, um das Video zu bearbeiten? Ist das dein fucking Ernst? Okay. Dann machen wir das hier oben. Machen wir das so und so. 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 Einigermaßen in Ordnung. Ist ja auch egal. Ist ja nur ein Product Placement, ne? Da werden wir ja kaum Punkte, das ist das Problem. Wobei ich gehe, glaube ich, hier auf diese kleinen Dinger wegen Nachbearbeitung und so. Ach komm, rendern, fertig, raus damit. Hallo Schatz, ich bin zurück vom Shoppen. Was hast du denn Leckeres gekauft? Hast du irgendwelche tollen Outfits gekauft? Ich meine, ich muss mich umziehen. Ich muss zum, Schatz, die Facecam gerade gegangen. Ich muss zum Event, tut mir leid. Ich habe zwar hardcore Hunger, aber ist mir egal, weil ich muss zum Event. Zack. Ich glaube, ich sollte einfach mal angezogen bleiben, so, weil... Ja, ich muss ja andauernd so rum. So, ab zum Event. Was haben wir hier denn? Der goldene Play-Button! Yay, wir haben ihn schon, aber wir waren noch nie mal auf dem Event. Nice. Das heißt, ab, ich glaube, 10 Millionen oder sowas kriegt man den Platinum-Play-Button oder so. Ich bin mir da unsicher, ich weiß nicht ganz genau. Willkommen zur YouTube-Preisverleihung für die besten YouTuber. Von den besten YouTuber, ich bin da allein. Da vorne auf der Bühne steht. Mit einem Riesenapplaus für Thomas für den Erreich von 1 Million Abonnenten. Nice. Danke. Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg. Wir hoffen, dass es dass du weiter so erfolgreich bleibst. Claro. Okay, ich hab genug, ich geh jetzt. Ciao. Ciao, 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 bala, ciao, bala, ciao, bala. Yay! Der sich halt einfach gar nicht freut, weil er hungrig ist. So, das Video ist fertig. Oh, das ist mega schlecht angekommen, Alter. Das ist mega, mega schlecht angekommen. Ja, verstehe ich aber auch, weil ich habe echt scheiße bearbeitet und so weiter. Tut mir leid, da verlieren wir unsere 1 Million Abonnenten gleich schon wieder. Nice. So. Gut, gut, gut. Wie sieht das bei dir aus? Zeig mal ein Videoergebnis und lad das hoch. Und dann machen wir ein Gemeinschaftsprojekt nochmal aufnehmen. Und dann solltest du auf jeden Fall nochmal ein eigenes aufnehmen, das ist ja ganz klar. Dual, ab geht's. Ja, ja, da ändern wir nochmal kurz auf Stereo und ab geht die Party, los geht's. Danach musst du selber auch nochmal ein Video aufnehmen, auf jeden Fall.
Weil wir brauchen wieder Money. Kannst du dich mal dahin bewegen? Wir wollten ein Video aufnehmen. Ja, ich werde auch erstmal im Anzug bleiben, weil ist ja blöd, wenn ich andauernd ändern muss. Intro mit Logo, Alter. Wir werden jetzt richtig krass. Wir machen das mal. Hoffentlich kriegen wir dadurch kein Minus. Nee, nice. Dann haben wir hier nochmal das hier rein. Die sind mega laut, wenn die am Spielen sind, Alter. Aber okay. Ist in Ordnung. Ich bin auch immer ein bisschen laut, wenn ich am Spielen bin, aber... Ja, wenn ich mich ein bisschen aufrege. Das passiert ja ab und an mal. Nicht oft. Aber ab und an passiert das. Und dann bin ich schon mal richtig traurig. Kann mal passieren. Ich habe ja nur ein Clash Royale, das Turnier. So, brauchen davon auf jeden Fall ein bisschen was, Schauspielerei. Dann brauchen wir Scripting auf jeden Fall noch und Musik. Und dann war es das jetzt, glaube ich, schon. Wir haben wieder Money bekommen, 5000 haben wir zusammen, das ist sehr geil. Das heißt, wir können im nächsten Part auf jeden Fall umziehen, was mich freut auf jeden Fall. Ich hoffe, euch freut das auch, dass wir umziehen können. Naja, null ist mir egal, er wird wahrscheinlich eh nicht reingenommen. Deswegen, go, go, wir werden das gerade noch schnell machen. Du. Wir tippen da immer noch drauf rum, okay. Der Bug gab es, glaube ich, damals auch schon. Gut, dass sie den behoben haben. So, dann können wir den da dran ballern, den da dran ballern und den. Wobei, wir machen das so, weil jetzt haben wir kein Minus, was super gut ist. Ballern wir das hier hin. Davon ein, davon. Und hauen wir hier nochmal das rein. Zack. Denn das mal nicht gut ist. Neuer Rekord in der Nachbearbeitung. Also wenn da jetzt noch irgendwer meckert, dass die Nachbearbeitung scheiße ist, dann wird der gefeuert. Auch wenn es Abonnenten sind, die werden gefeuert. Ich feuere euch, ihr Abonnenten. So, du machst davon mal ein Rockthrough. Da haben wir noch nicht gemacht. Das ist nice. Mach's aber bitte an deinem PC. Ich hab gesagt, mach's bitte an deinem PC. Dankeschön. Da einmal machen. Danke. Wir werden jetzt hier schon mal unseren reparieren PC. Genau, unseren PC reparieren meine ich natürlich. Nicht unseren reparieren PC. So. Und damit würde ich einfach sagen, ja, im nächsten Part, ich pausiere mal gerade, im nächsten Part werden wir wahrscheinlich umziehen. Ich kann schon mal beenden drücken, weil ich jetzt kurz eine Pause machen werde. Aber ich weiß noch nicht, ob ich noch danach was aufnehme. Es kann gut sein. Es kann aber auch sein, dass ich dann erstmal Pause mache und dann erst später wieder was aufnehme. Ja. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part gucken, wie viel Geld wir zusammen haben. Wir haben ja schon 5000, das heißt, ich würde jetzt auch gerne versuchen, umzuziehen. Vielleicht können wir dann auch ein besseres Equip kaufen, dass die Videos besser werden, damit wir mehr Geld verdienen. Wäre natürlich mega geil. Wir gucken einfach im nächsten Part, was wir da machen. Also ich denke mal, wir werden umziehen. Und ich würde einfach sagen, falls euch der Part gefallen hat, würde ich mir natürlich über eine Bewertung freuen, über einen Kommentar auch. Und schreibt mir bitte, warum die Hochzeit geplatzt ist, obwohl ich schon geheiratet habe. Immer noch sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Clay Tom. Ciao, ciao und bye, bye.